Ich meine, das finde ich auch so ein schönes Beispiel, weil das Dilemma, was man ja in der Gesundheitserziehung hat, hat man ja auch in der Umwelterziehung. Ja. Nämlich, wir wissen alle, was wir tun sollten, wir tun es aber nicht. Also Verhaltensveränderungen finden selten, sagen, durch Vernunft statt, sondern viel eher darüber, seine eigenen Widersprüche auch mal zu knacken. Und da ist Humor ein wunderbares Mittel. Darf ich einen freudschen Witz dazu erzählen? Sofort, hauen Sie raus. Ein Mann ist ein Bettnässer und sein Freund sagt, geh zum Psychiater, der wird dich davon abbringen. Der Mann geht zum Psychiater und 4 Monate später trifft er seinen Freund und sagt, hat dich der Psychiater geheilt? Sagt er, ja. Machst du nicht mehr ins Bett? Sagt er, doch, aber ich mache mir nichts mehr draus. Sehr schön. Paul, inwieweit hast du schon neue Erkenntnisse, sagen wir mal, destilliert aus diesem neuen Umweltbewusstsein? Na, ich glaube, dass das große Problem sitzt wirklich bei den Menschen. Ne? Es ist nicht die Umwelt, die die Umwelt kaputt macht, ne? Es sind wir. Ja, das habe ich daraus gedacht. Bewusstsein. Es geht ums Bewusstsein. Wir erkennen ja auch oft die Dinge nicht. Ne? Wenn du samstags dein Auto wäschst und kippst so einen 10-Liter-Eimer Cockpit-Spray, Terpentin, Nitroverdünnung, Natronlauge in den Gulli. So, was passiert denn da? Nix. Wenn du mit einem 30-Kilo-Hammer ungebremst auf den Daumen schlägst, hast du einen direkten Bezug zum Problem. Verstehst du? Und das sind die Unterschiede. Das sind die Unterschiede. Und bei der Sache mit dem Daumen, Eckart, hast du ein schönes Beispiel erzählt, auch wie Humor dabei hilft, sozusagen Schmerzen besser zu ertragen. Ja, meine Stiftung heißt ja Humor hilft heilen, weil man tatsächlich nachweisen kann, dass Lachen gegen Schmerzen hilft. Und das kann sich jeder selber zu Hause auch am Bildschirm nachverfolgen, ausprobieren. Mhm. Wenn man sich mit dem Hammer auf den Daumen haut, das macht einen Riesenunterschied, ob man dabei allein ist oder in Gesellschaft. Also alleine tut es viel länger weh, als wenn andere Menschen darum herum sind. Und man kann viel eher über sein Missgeschick lachen. Und mit dem Lachen lässt der Schmerz nach. Und deswegen sollten Menschen mit Schmerzen nicht alleine sein und was zu lachen bekommen. Das ist die Idee. Aber ich habe... Schöne Geschichte. Ich habe Eckarts Beispiel, obwohl ich es glaube, nicht ausprobiert. Ja. Ich habe dem misstraut. Weil wenn man sich mit dem Daumen vor anderen Leuten auf den... Finger auf den Hammer schlägt. Ist man auf den Hammer schlägt, dann hat man zum Schaden auch noch den Spott dazu. Genau. Und wer nur einen Hammer hat, für den ist jedes Problem ein Nagel. Das heißt, es ist auch ein Weg der Bewusstseinserweiterung. Absolut. Paul, wie wirkt sich das auf deine Familie aus? Du hast ja diesen Sohn. Diesen sehr netten Sohn. Und meine Tochter, also Saskia. Und Hund haben wir. Und deine Frau Hilde. Und Hilde. Inwieweit haben die sich schon umgestellt jetzt, sagen wir mal, umwelttechnisch? Ja, noch gar nicht. Das ist ja, deshalb bin ich ja auf Tour. Ich kann zu Hause mit keinem drüber sprechen. Ne? Wie du gesagt hast, ne? Wenn ich Bolle sag, hier, die Polkappen schmelzen, sagt dann, oh, ich hab Alufelgen. Das ist dem egal. Ne? Tochter Susaska, globale Erwärmung. Ja, bis ich dir mal erklärt habe, dass das nichts Gutes ist. Ja, dann trocknen die Nägel schneller. Das sind ja, du kommst ja wirklich vom Hölzchen auf Stöckchen. Mhm. Wenn du, Stöckchen. Du kommst vom Stöckchen, jetzt quatsch mal dazwischen. Du kommst vom Hölzchen auf Stöckchen. Wie ist das mit Hilde, mit deiner Frau? Ja, das ist schwierig. Es ist, wir haben ein schwieriges Verhältnis, was das angeht. Ne? Du bist klug und du reist viel, richtig? Nein, aber es Plastik. Mal als Beispiel. Plastik. Kunststoff. Ach so, ja. Kunststoff. Okay, ja. So, Kunststoff. Habe ich jetzt erst, muss ich es durch Hilde erfahren. Plastik ist nicht gut für die Umwelt. Ich war in den Jahren 2006 bis 2009 bei uns in der Siedlung Mr. Tupper. Ich hatte alles von Tupperware. Salz, Pfeffer für einen Gürtel, alles. Jetzt habe ich gelernt, Plastik ist nicht gut. Ja? Das Plastik, alles, was wir an Plastik produzieren, bleibt auf der Welt. Verstehst du? Ja, natürlich. Ja, nein. Es kommt zu mir Plastik sagt, denke ich an meine Figur. Wirklich. Ach so, nein. Dann werde ich ganz unruhig. Ja, nein. Okay, ich verstehe aber. Ja. Das ist wieder Bewusstsein. Das Plastik kommt über die Flütze
Land, Flütze. Wasser steht, See, Wasser fließt, Flutz. Fließt, Flutz, Flütze. Ich kann Englisch, pass auf. Das Plastik, um mal alles, das Plastik kommt. Und es kommt in die Nahrungskette. Ne? Nahrungskette, ja. Dachte ich auch lange, Hilde kocht, ich esse, Hilde spült ab, ich auf Sofa. Nein. Es gibt im Atlantik eine Fläche so groß wie Mexiko, wo ja, nur Plastik stimmt. Plastik. Und das kommt in die Nahrungskette. Ja. Nicht Plastik, Pazifik. Pazifik, ja. So. Ja. Ja. Die Fische essen das Plastik. Und du holst dir in deiner Heimatstadt bei der Nordsee in Bremen und kannst abends auf dem Klo eine Stunde Lego bauen. Nahrungskette. Nahrungskette. Aber das ist aber ein schönes Beispiel dafür, wie man einen tatsächlich sehr ernsthaften Zusammenhang, nämlich dieser riesige See aus so groß wie Europa, habe ich noch nicht mal gelesen, gigantische Fläche im Nordatlantik, wie man sowas dann humorisch verkauft und Menschen dann anfangen, sich tatsächlich damit zu beschäftigen. Ich habe ja wirklich dann auch Rückmeldungen, also jetzt alle Quatsch, Unsinn beiseite, wo dann Leute schreiben und sagen, ich habe mir das angeguckt, ich habe das gegoggelt, ich war auf der Seite und so, und die schaffen sich ein eigenes neues Bewusstsein, weil so ein Heini wie ich kommt und darüber Witze macht. Und darüber finden sie aber den Einstieg in die Umwelt. Kriegen die Jugendlichen das mit, glaubst du, Paul? Ja gut, mit der Jugend, das ist ja noch mal so ein eigenes. Ich komme da ja nicht weiter mit der Jugend, sprachlich. Wir haben sprachliche Differenzen. Ne? Und nur diese Millionen. Hey, weißt du, die sprechen ja, als hätten sie mit der Dachlatte einen auf den Sprachzentrum gekriegt, ja? Und ich habe da eine eigene Theorie zu entwickelt. Irgendwann zwischen dem 12. und dem 14. Lebensjahr kommt der Dachlattenmann. Nein, jeder sagt ja, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Nein, aber den Dachlattenmann, der steht irgendwann, wachst du nachts auf und bist noch normal. Mami, ich hab dich auch nicht schlafen. Und dann ne, so, und dann sprichst du plötzlich anders, ne, so, und hast immer eine Hand am Not aus. Weißt du, was ich meine? Ne, so. Und darüber muss man auch sprechen, weil das geht natürlich über Verständnis. Ne? Weißt du, die packen hier, Sie als Professor, ne? Die packen ja auch Sachen zusammen, damit es einfacher wird. Die sagen nicht, weißt du, die sagen, weißt du. Ja? Ja. Bist du scheuert, Tupfer? Bist du scheuert, Tupfer? Ich musste das bei meinem Kumpel Björn das erste Mal auf Band aufnehmen und langsam abspielen, damit ich überhaupt verstehe, was der sagt. Aber das machen auch Erwachsene, der baden-württembergische Ministerpräsident früher Oettinger, der hat immer gesagt, Baden-Württemberg. Ja, 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 genau so, Baden-Württemberg. Ja. Da war der Dachlattenmann. Paul, was heißt das denn? Bist du? Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Blöd oder was? Sie versteht es. Ja. Aus Frankfurt, ne? Hast du gelacht? Du hast gelacht. Voll lacht. Nein. Mach hier nicht dein Image kaputt. Mach hier nicht dein Image kaputt. Danke. Bist du bescheuert oder dumm? Ja, bist du bescheuert oder was? Bist du bescheuert oder dumm? Die Freunde deiner Tochter, Susaska, sind Danilo die? Heißt der Kumpel. Danilo. Das ist der Freund von... Danilo ist der Freund von... Und da, ja, bringt so ein Südländer, 17 Jahre. Und die Südländer haben ja noch mal einen ganz anderen Stolz. Ne? Sobald ein anderer Mann anwesend ist, drehen die durch. So. Und ich sag, ja, bring ihn doch mal mit zum Grillen. Grillen? Ja. Grillen. Ja. Ihr habt euch ums Feuer gestritten, nein, was? Dann kam er... Und das ist die Jugend, die, wo ich nicht verstehe, wo ist da die Ehrerbietung vor den Erwachsenen? Kein Respekt mehr. Kann man gleich an, ne, so Panzer, ne, hübsche Tochter. Wo kann ich meine Python ausfringen? Sagt der zu mir. Nein, das ist, der sagt zu mir, wo kann ich meine Python ausfringen? Was sagst du denn da als gestandener Schwiegervater in Spee? Ich hab solche Töchter nicht. Sehr gut, so. Jetzt sag ich, komm mit, Freundchen, komm mit. Habe ich ihn mitgenommen, habe ich gesagt, hier kannst du hinpicken. Da sieht dich keiner. Und da habe ich ihn da, seine Python aus... Wenn sich eins in meinem Leben gelohnt hat, dann die Investition in den elektrischen Weidezaun.
Da war dann wieder alles gut. Herrlich. Schwieriges Thema. Paul, Backbord. Die Welt ist noch zu retten. Noch ist die Welt zu retten. Und eigentlich ist die positive Aussage, die Poesie des Augenblicks dabei, dass wir alles in der Hand haben. Alles? Freundchen, nicht was du denkst. Ich meine die... Alles auf der Welt. Wir kriegen das noch hin. Es liegt an uns Menschen. Auch mal Nein sagen. Entschuldigung, ich wollte... Fräulein, lach hier nicht über mich. Wir haben ja jetzt, Paul, ein Gefühl dafür überlegt, gekriegt... Ob wir irgendwas spielen oder so. Ein Gefühl dafür gekriegt, dass du ein sehr politischer Mensch bist. Was hältst du eigentlich von unserem neuen Bundespräsidentenkandidaten, von Joachim Gauck? Also ich finde den ja toll. Ich finde das gut, dass wir auf der Suche waren nach einem Neuen. Ob das... Ergebnis jetzt das Richtige ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich bin aber auch nicht politisch. Also ich bin, der macht einen netten Eindruck, aber da müssen, glaube ich, Leute her, die ein bisschen mehr Hintergrund haben. Ich habe den nicht zu dem, kennst du den Gauck? Ja. Was ist das für ein Vogel? Erstmal ernsthaft gesprochen, war der nach der Wiedervereinigung ein sehr wichtiger Mann, weil er die Gauck-Behörde geleitet hat. Das war die Behörde, Stasi, die sich mit der Stasi... Ja. Und das hat er damals sehr gut gemacht. Er hat sich auch sehr viele Feinde in seiner alten Heimat gemacht. Und er ist ein Mann, von dem ich denke, dass er es nicht verdient hat, jetzt so unendlich viele Vorschusslorbeeren zu bekommen, weil die erdrücken einen Menschen. Jetzt ist das ist wie der Messias. Man fragt sich, wann kann er über den Sinn? Ja, dass das Obama. Wann läuft er übers Wasser? Wann läuft er übers Wasser? Und jetzt hat er also gesagt, nachdem er im Taxi saß, hat er ihm gesagt, er hat sich nicht mal geduscht. Jetzt hat der Wagner in der Bildzeitung, ein toller Kerl, duscht sich nicht einmal, bevor er nominiert wird und so. Das alles gerät ihm zum Vorteil. Ja, wobei Vorschusslorbeeren ja von den anderen kommen. Er hat man ja immer gucken. Ne? Er hat ja nicht gesagt, hier, jetzt feiert mich. Er hat zu dem Taxifahrer gesagt, als das Telefonat kam, laut Aussage des Taxifahrers, sie fahren einen künftigen Bundespräsidenten. Das ist schon, ist richtig, ja, aber es ist ja okay. Stimmt, Frau Ditfurth, ist das etwas, woran man sozusagen das festmachen kann, auch ein bisschen, was Sie an ihm kritisieren, diese Geschichte mit dem Taxi? Was erzählt die uns? Vorhin ist gesagt worden, ich glaube, Sie haben gesagt, ich würde irgendwie gegen Gauck kämpfen. Das ist Quatsch. Ich zerlege ihn nur einfach mit guten Argumenten. Und oder im Moment muss ich sagen, ich bin noch in der Trauerphase, was Wulff angeht, weil ich diesen korrupten kleinen Bürger unglaublich aufklärerisch fand, weil er klargemacht hat, dieses Amt wird gar nicht gebraucht. Da kann einer in Bellevue wohnen und es passiert nichts. Oh. Das fand ich nett. Was jetzt passiert, ist klar. Also man musste sich, also ich will es mal hart sagen, bestimmte politische Eliten, selbsternannte, mussten sich dieses peinlich gewordenen, korrupten, käuflichen Bundespräsidenten entledigen. Das war wirklich peinlich. Aber muss man aufpassen, wenn man so oder? Denkt, in deren Denke. Na, Moment, aber so Begriffe wie korrupt, käuflich, peinlich, können wir uns drüber streiten. Aber korrupt ist doch nicht belegt, käuflich auch nicht. Ich warte darauf, dass mich jemand verklagt, den Prozess würde ich gewinnen. Interessant ist doch, der ist mit sehr kleinen Geschichten, also relativ kleinen, sozusagen jetzt über eine hohe Messlatte gelegt worden. Und andere Leute kommen mit ihren Gazprom und sonstigen Geschäften richtig gut weg. Ja, das finde ich total interessant. Sie haben völlig recht mit Gazprom. Aber ich möchte sagen... Darf ich das mal sagen? Nein, das dürfen Sie sagen. Nur Entschuldigung. Als Gazprom raus war, konnte Schröder nichts mehr werden. Während Wulff im Amt war. Also Sie können nicht immer Sachen vergleichen. Nein. Wenn jemand nicht mehr im Amt ist. Darf ich das noch irgendwie zu Ende sagen? Lass uns jetzt auch nicht über Schröder sprechen. Es hat keinen Sinn, bei Halbsätzen schon einzusteigen. Lass uns. Nein, ich finde, die edlere Form ist ja zum Beispiel, Wolfgang Clement ist erst der Minister, der mit zuständig ist für die Enthemmung der restlichen Bedingungen von Leiharbeit. Es gibt also noch mehr Sklavenarbeiter. Und dann ist er aus dem Amt mit dem Abstand und ist irgendwo im Aufsichtsrat oder hohes Tier bei Adecco.
einer der größten Leiharbeitskonzerne. Und die machen einfach saubere Schnitte. Da war Wolf einfach doof und hat ungeschickt. Das heißt aber, der stürzt und die anderen werden noch nicht mal angepinkelt. Und das finde ich schon ziemlich erstaunlich. So, aber jetzt geht es um Gauck. Genau, jetzt geht es um Gauck. Diese kleine Geschichte aus dem Taxi. Was ich ihm am wenigsten vorwerfe bei der kleinen Geschichte aus dem Taxi, ist, er hat sicher, und das finde ich nicht schlimm, ein überbordendes Selbstbewusstsein. Und ich habe ja die klitzekleine Hoffnung, dass seine, ich kenne ihn ein bisschen, seine wirklich deutliche Eitelkeit ihn mal irgendwo aus der Spur wirft, das fände ich erheiternd, also aus meiner Perspektive, weil ich solche Ämter ja eher albern finde. Aber die ernsten Kritiken an ihm sind, die kann ich auch trocken vorbringen, da muss man gar nicht groß kämpfen, sind, er ist ein Mann, wenn man sich anguckt über die Jahre, so jetzt seit 1990, 91 sehe ich ihn genauer, ist er einer, der sich lustig macht über Leute, die den Kapitalismus kritisieren. Er redet sehr merkwürdige Worte an der Seite von Erika Steinbach über die Fragwürdigkeit der polnischen Westgrenze. Also er kritisiert an der alten DDR, sie habe die Oder-Neiße-Linie anerkannt. Er ist in der sozialen Frage ist er äußerst bourgeois und hochnäsig. Er hat einen Freiheitsbegriff. Immer wenn, hören Sie mal künftig bei den vielen Reden, die wir hören werden, hören Sie mal zu, wenn er über Freiheit redet. Er redet immer über seine Freiheit und die Freiheit seinesgleichen. Er hat nie eine Verbindung zur sozialen Gleichheit. Er redet nie darüber, dass Menschen erst dann wirklich frei sein können, wenn sie sozial in die Lage verbracht werden, überhaupt sich zu entfalten. Aber er redet, und das finde ich wiederum sehr gut, er redet davon, dass Freiheit nur funktionieren kann, wenn du die Verantwortung, um die es auch geht, annimmst. Aber und das diese Sprüche sind auf dem Niveau der FDP. Und wo ist die gelandet? Kommt wieder, ja, sagt mein Banker. In dem Moment, wo man Freiheit abkoppelt von der sozialen Frage, wird sie ein Problem. Und ich will mal eins spekulativ vorhersagen. Ich glaube, was mit ihm kommt, ist, und deswegen gruselt mich er, ich glaube, Auseinandersetzungen nützen der Aufklärung. Und was wir jetzt haben, ist ein Fünf-Parteien-Kandidat plus Springer Verlag. Und auch die Republikaner haben ihm zugejubelt. Nein, ganz das furchtbar. Alles dumme Schlagworte, nein, die Sie sagen. Darf ich mal einen Satz zur Gleichheit und Freiheit sagen? Du hast doch schon so viel Witze gemacht. Nein, ich möchte keine Witze machen. Ich möchte den Satz zu Ende sagen dürfen. Herr Karasek, einmal den Satz zu Ende und dann können Sie loslegen. Weil Sie bitte ohne Pause, dass man Stopp. Einmal dazwischen sozusagen als Schiedsrichter. Wir gehen gleich die Argumente einzeln durch. Ich sehe das genauso, kann man nicht so einfach stehen lassen. Meine Vorhersage oder meine Angst, meine Befürchtung ist, er kommt, deswegen auch der Witz vorhin mit dem Gewitter und den tiefliegenden Pfaffen, hat eine ganz ernste Seite. In Zeiten der Weltwirtschaftskrise, in Zeiten großer Verwerfung, großer Distanz vieler Menschen zu Regierungen, zu Apparaten, braucht man jemanden, der diese Gräben vollsülzt. Und er wird die nationale Karte ziehen. Er wird den guten Patrioten mimen, die ganze nationale. Wir müssen als Deutsche uns wieder lieb haben. Er sagt das ja schon. Wir müssen Deutschland lieben. Das heißt, es wird zugekleistert, was an Brüchen, Rissen und Widersprüchen und Problemen in der Gesellschaft ist. Und das als antiautoritärer Linke kann mir das nicht gefallen. Also, das kann Ihnen nicht passen, aber ich möchte eins sagen. Ihr Hauptargument, dass jemand von Freiheit spricht, ohne die Gleichheit zu erwähnen, die Gleichheit zwischen Arm und Reich, das ist ein unaufhebbarer Widerspruch, den er erlebt hat. In allen sozialistischen Ländern, wo man die Gleichheit angestrebt hat, war die Gleichheit nicht da und die Freiheit hat in Arbeitslagern geendet. Das ist der. Sie bringen immer die sozialistischen. Das ist so idiotisch zu sagen. Die DDR war doch kein sozialistisches Land. Das war eine bürokratische Kommando. Wer war ein sozialistisches und die Land? Linken, Mao Zedong war ein sozialistisches Land. Nein, bitte, nein. Nicht diese Klischees. Kuba vielleicht? Reden wir über die DDR. In der DDR selber. Ich habe eine ganze Menge Freunde, die dort ein Scheißleben hatten und Stasi verfolgt waren. Und die sagen mir jetzt als ihre Kritik, dass Gauck dort ein relativ privilegiertes Leben geführt hat. Mit Westreisen, die Kinder durften in Westen. Ihm selber ging es relativ gut. Das heißt, die Probleme aber werden jetzt auch übertrieben, um zu sagen, wir haben da einen Opfer. Kann man ihm das vorwerfen, ist die große Frage. Aber auch ganz, sozusagen ganz bürgerliche Mainstream-Zeitungen schreiben diese gleiche Kritik. Das kann man doch, also das ist doch jetzt nicht nur meine Erfindung. Aber nochmal die Frage, kann man ihm das vorwerfen, ist doch die große Frage. Nein, man kann es ihm in dem Moment vorwerfen. Und das ist der Zusammenhang zu dieser Art, wie er mit sehr viel falschen Tönen den Begriff der Freiheit vor sich herträgt, dass er sagt, er kann das, sage ich doch gerade, ich begründe es doch gerade, weil er mit dieser Betonung, ich komme aus der DDR, ich war da ein Opfer, er tut so, als ob er da ein Verfolgter gewesen sei. Und das ist schäbig gegenüber den Leuten, die wirklich verfolgt waren. Das finde ich nicht. Sein Vater
war ja, verschleppt genau. in Sibirien. Aber ich rede jetzt nicht über seinen Vater. Und naja, entschuldige, die Akte was seines Vaters. Ist, 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 ist ein Kind für nicht ja, durch sein Kindheit kind. Geprägt. Er war ein mutiger Pfarrer in Rostock. Er war wirklich aber da einer. Aber war er kein Kind. Jetzt nicht alles durcheinander. Nein, aber lass uns einmal bei der Geschichte bleiben. Worüber wollen wir jetzt reden? Also, Stück für Stück, sonst wird's Chaos. Erstens mal, er war ein Verfolgter, weil er schon als Kind erlebt hat, dass sein Vater verschleppt wurde ja. nach Russland. Und das so. Ist ganz schrecklich. Das ist sehr ja. schrecklich. Ein Kind, das ja. übrigens auch erlebt hat, wie dieser Vater nach einigen Jahren, 3 oder 4 wieder Jahren, kam ganz zurückkam, kaputt, ja. abgemagert, ja. ohne Zähne. So. Also ja. ein traumatisierendes so. Erlebnis für einen jungen Sohn. Ja. Jung. Er war nachher ein Pfarrer, der die wenigen Möglichkeiten, die er bekommen hat, genutzt hat, was ihre Freunde in der DDR sagen, er durfte reisen. Na gut, er war aber immer Gericht, sozusagen, er war immer mit einem Bein im Gefängnis während dieser Zeit. Ich habe seine Akten gelesen. Okay. Also, er war nicht so privilegiert, wie Sie hier jetzt tun und wie Sie es ihm anhängen müssen. Er Nein, ist mir auch nicht so sympathisch. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch nicht darum, ob einer jetzt sympathisch ist ja, in der Position. Oder darum geht es doch nicht. Darum, warum wird einer wie er jetzt während dieser Weltwirtschaftskrise in diesem Land, wo es immer mehr Leuten dreckig geht, installiert jemand, der ganz viele Reden halten wird. Wir werden es ja sehen in den nächsten Jahren. Aber Frau es ist ja nicht verhinderbar. Aber es ist eine Minderheit, die das kritisiert, zu der gehöre ich an. Und wir dürfen das ja noch sagen dürfen. Zweiter Punkt, den ich interessant finde, wenn er, oder das haben Sie auch gerade angemerkt und sagen, da geht es auch darum, sozusagen die Dinge, die Hartz-IV-Reformen, Schröder das Arbeitsmarktreform und ja, so weiter, die für Agenda 2010, genau, dass ja. er die lobpreist in gewisser Weise. Ja, das richtig. Ist doch so arg verkürzt, wenn man das so sagt. Ich habe mir das Zitat noch mal nachgelesen. Habe ich auch. Ja. Und da bin ich über einen Satz gestolpert, der sinngemäß in etwa so lautet: Ist es nicht sinnvoll, wenn jemand wie Schröder damals an der Stelle fragt, können wir uns das auf Dauer noch leisten? Diesen ja. Wohlfahrtsstaat. Das ist genau und diese die Sprache, Frage, die das einleitet. Aber diese Frage darf man doch stellen. Die ganze, wenn man noch mal zurückgehen würde, solange das Gedächtnis haben die meisten gar nicht. Und es gibt noch eine zweite Vorbemerkung. Gehen Sie in die Archive, schauen Sie nach, wie Agenda 2000 durchgesetzt wurde. Da lief jahrelang genau diese Sprache. Mein Gott, können wir uns so viel Arme leisten? Können wir überhaupt Arbeitslosengeld leisten? Und diese Gesellschaft bricht zusammen. Es kommt immer mit der Attitüde, wir machen das alles nur aus fürsorglichen Gründen. Dummerweise sind dann die anderen irgendwann noch ein Stückchen ärmer, wenn die entsprechenden Maßnahmen durchgesetzt sind. Aber das meine ich, das ist die Pfaffensprache mit schönen Worten, Grausamkeiten für andere zudecken. Das ist die These, die ich vertrete. Finde ich, sehe ich genau andersrum. Ich glaube, okay. dass es mutig ist, gelegentlich mal Dinge auszusprechen, die dem Mainstream komplett entgegengesetzt laufen. Zum Beispiel. Und das hat er Zum gemacht. Das, der Mainstream. Also die, weil es ist immer populär, es ist immer populär zu sagen, wir müssen mehr für Arme, wir müssen jenes. Das ist ja auch nur Geschwätz, weil es keine praktischen Folgen hat. Man kann damit Wahlen gewinnen. Genau. Aber dass es zwei verlogene Positionen gibt, heißt ja nicht, dass es nicht nur eine dritte und eine vierte geben kann, die vielleicht besser werden. Ihre Position ist die eine verlogene Form, dass man sagt, na gut, wir haben keine Bevölkerungspyramide, kein Kindermangel, wir haben nicht so viele Alte, die immer älter würden. Wir müssen mit der Rente Alte, ne? und mit Hartz IV was tun. Das sind einfach soziale Notwendigkeiten, die zum Beispiel jetzt Frankreich übernehmen will. Vielleicht, weil alle den Kapitalismus, von dem sie so gern als Gespenst reden, retten Gespenst wollen. Gespenst ist eine nackte Realität für viele Menschen. Eine nackte Realität, es gibt aber keine man kann andere Realität. Aber das ist doch jetzt auch einfach Quatsch. Weil die man anderen kann den, Realitäten... Man kann den Topf öffentlicher Gelder dadurch immer kleiner machen, dass man öffentlichen Reichtum verschenkt und privatisiert. Dann ist in der Kasse, ich bin im Kommunalparlament in Frankfurt, ich sehe zu, wie die Kasse für Öffentliches immer kleiner wird. Und bums kommen die Maßnahmen. Und wo kommen sie hin? Natürlich kommen sie da, wo man vielen Projekten, armen Leuten. Man holt in der Masse sich das, was die Lage der Armen verschärft. Ist es Frau Dittfurt das jemandem? Wird immer so. Aber und man sagt nicht, und das ist das, was ich Ihnen jetzt vorwerfen muss, so wie Sie argumentieren, man geht nicht daran, ganz platt gesagt, das könnte man jetzt differenzierter und klüger ausführen, dahin, wo die Reichen sind und wo sozusagen diese immensen Vermögen wachsen, da geht man nicht ran. In den Konflikt geht man nicht ran. Aber das ist doch auch populistisch. Immer, das ist doch, Opfer, das ist doch populistisch, sowas zu sagen. Was ist das? Wenn wir, das ist populistisch. Okay.
Wenn wir uns doch mal die Leute anschauen, die dafür in Frage kommen, Stichwort Reichensteuer und Ähnliches, da neulich eine Zahl gelesen, 44.000 Irre, die dann Deutschland retten sollen, das ist doch nicht unser Ernst. Man kann doch ein Land mit 80 Millionen nicht von 44.000 retten lassen. Insofern ist es doch legitim, dass jemand sich traut und sich mal hinstellt und sagt, ich halte das für bedenkenswert und ich glaube, dass das so nicht weiter funktionieren kann. Das finde ich im Zweifel sehr viel mutiger, als immer mit dem Mainstream zu schwimmen und zu sagen, Mainstream. Klaut den Reichen die Kohle. Das führt doch zu nichts. Zum Beispiel, wenn Gauck über Sarrazin... Sarrazin, auch gutes Thema. Wenn Gauck über Sarrazin sagt, und er sagt, die biologistischen Sachen sind